Hochverehrte Damen und Herren, liebe Mädchen und Jungs, heute habe ich die große Ehre, Ihnen vorstellen zu dürfen, einen der berühmtesten Männer unserer Zeit. Und er wird Ihnen einen Vortrag halten, der sehr wichtig und gelehrt ist. Er spricht nämlich über die Gefühle der Menschen. Und jetzt habe ich die Ehre, Ihnen vorstellen zu dürfen, Professor Hastings! Danke, danke. Vielen Dank. Herr Professor, meine Damen und Herren. Aber Herr Professor, hören Sie mal. Die Zuschauer sind auf dieser Seite. Was? Hier, Herr Professor, auf dieser Seite. Würden Sie bitte hierüber sprechen? Oh, und ich habe darüber gesprochen. Hierüber ist besser. So, na ja, dann. Sie können anfangen, Herr Professor. Alle hören zu. Tun Sie das? Selbstverständlich, alle hören zu. Ja, ja, ja. Junger Mann. Hm? Bitte, wer hört mir zu? Die Zuschauer, die Zuhörer, die hören alle zu. Denn Sie werden jetzt einen gelehrten Vortrag halten über die Gefühle der Menschen. Ja, ja, verstehe. Ja, ja, ja. Sehen Sie, alle Menschen können sehr viele verschiedene Gefühle haben. Und zwar erstens können die Menschen fühlen, dass, Ah ja, froh sein, ja. Menschen können sich freuen und froh sein. Ja, ja. Was war denn das eben? Ja. Ja, Menschen können das Gefühl haben, dass sie froh sind. Nur andererseits können die Menschen auch das Gefühl haben, dass sie, ja, es, ja. Ja, 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 ja. Wir haben das Spiel verloren. Es war ein trauriges Spiel. Es war ein trauriges Spiel. Ein trauriger Tag ist das. Traurig, Alter. Ja, traurig, traurig, ja. Die Menschen können das Gefühl haben, dass sie traurig sind. Was war denn das? Tja. Nun, junger Mann. Ja? Zurücktreten. Drehen Sie sich mal um. So. Und? Wissen Sie eigentlich, dass Sie ein Frosch sind? Natürlich weiß ich das. Und ich bin stolz darauf. Na ja, gut, wenn Sie es nur wissen. Ja. So. Junger Mann, warum bin ich eigentlich hier? Weil Sie hier einen überaus gelehrten Vortrag halten wollten über die Gefühle der Menschen. Oh, ja, natürlich, ja, natürlich, ja. Die Menschen fühlen sich manchmal, dass, ja. Mhm. Warten Sie. Ich kenne Sie doch. Haben Sie mir nicht gerade erklärt, warum ich hier bin? Ja, genau. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ja. Oh. Könnten Sie mir es noch mal sagen? Herr Professor, Sie scheinen etwas verwirrt zu sein. Oh, verwirrt, ja, fein, vielen Dank. Die Menschen können also manchmal auch verwirrt sein, verwirrt. Ja, junger Mann. Ja, Herr Professor. Herr Professor. Und damit sind wir am Ende dieses überaus gelehrten Vortrages, glaube ich, und haben uns nur noch zu bedanken. Kommen Sie bitte, Herr Professor. Herr Professor, ja? Darf ich Sie hier hinaus begleiten? Ja, natürlich, da raus. Ja, ja. Oh, da raus. Ja.